Die Politik macht offiziell Sommerpause, nur nicht bei uns. Brandenburg aktuell trifft die Fraktionschefs. Statt im Landtag reden wir aber in lockerer Atmosphäre. Morgen steht für das Sommerinterview zum ersten Mal AfD-Chef Andreas Kalbitz zur Verfügung. Denn er ist vergangenes Jahr in die Fußstapfen von Alexander Gauland getreten. Hier gibt es schon mal einen ersten Eindruck, bevor wir morgen dann das gesamte Gespräch ausstrahlen. Wir treffen einen Hardliner der AfD. Andreas Kalbitz gibt sich gut gelaunt. Seine AfD ist im Umfragehoch. Im Sommerinterview auf einem alten Hausboot sprechen wir mit ihm unter anderem über Regierungsfähig und Unfähigkeit, über Kalbitz' Vergangenheit und das Auftreten der AfD in Cottbus. Birgit Bessin, Ihre parlamentarische Geschäftsführerin, spricht davon, Frauen könnten sich in Cottbus nicht mehr auf die Straße trauen. Insgesamt spricht die Polizei im ersten Halbjahr von 40 sexuellen Übergriffen. 5 Tatverdächtige seien Ausländer, 18 davon Deutsche. Wie können Sie denn politischen Gegnern vorhalten, Dinge nicht richtig darzustellen, wenn Sie selbst ein solches Zerrbild liefern? Also, dass Frauen in Cottbus nicht mehr auf die Straße gehen könnten? Also, ich denke, dass das, es geht nicht um Zerrbilder. Ein Zerrbild liegt in, das kann man bewerten, wie man möchte. Fakt ist doch, dass in Cottbus die Menschen sich unsicher fühlen. Es fühlen sich viele Menschen unsicher. Das sind ältere Menschen, das sind auch Frauen, das sind auch junge Frauen. Und die Kriminalität in Cottbus ist rückläufig. Wie können Sie denn dann sagen, dass die Sicherheitslage so dermaßen dramatisch sei? Sie fachen doch die Unsicherheit der Bevölkerung nur noch weiter an. Wir fachen die Unsicherheit der Bevölkerung überhaupt nicht an, sondern wir weisen auf bestehende Probleme hin. Wir wissen auch, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt. Das ist gar keine Frage. Und dann begeben Sie sich nach Cottbus, reden mit den Leuten. Die Situation sind doch da. Ist jetzt auch noch nicht völlig gebannt. Erst vor 4 Jahren ist die AfD in den Landtag eingezogen. Nun setzt sie einen neuen Kurs von Opposition Richtung Regierung. Ab 9 Uhr am Sonntagmorgen können Sie das Interview schon auf rbb24 sehen und dann abends auch bei uns in Brandenburg aktuell.